Der 18. August war für die Online-Discount24 E-Sales GmbH ein großer Tag. Konnte man doch an diesem Donnerstag ganz offiziell das neue Logistikzentrum im Reichstätter Gewerbegebiet in Betrieb nehmen. Viele waren direkt oder indirekt an diesem großen Projekt beteiligt und kamen gern der Einladung von Geschäftsführer Thomas Kreher nach. Für Essen und Trinken war bestens gesorgt und natürlich war man auch neugierig auf diese neue große Halle. Ja, also wir sind sehr glücklich, dass wir heute unser neues Logistikzentrum hier in Reichstätt in Betrieb nehmen können. Wir haben ja mehrere Jahre an diesem Objekt bereits geplant, waren ja auch teilweise mit verschiedenen Dingen auch schon in der Öffentlichkeit. Wir haben vorfristig das Gebäude fertigstellen können mit unseren Partnern von Freiler Industriebau und haben das jetzt vor 3-4 Wochen sind wir jetzt so langsam peu à peu reingezogen. Wir haben natürlich noch sehr viel zu tun, weil wir noch an unserem alten Standort sehr viel Ware haben, die also hierher verbracht werden muss. Wir haben hier völlig neue Technologien, die wir hier in den Einsatz bringen und da wird es natürlich an dieser und jener Stelle noch Bedarf geben zum Nachjustieren. Aber wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass wir das geschafft haben, hier eine neue Qualität in diesem Gebäude zu bekommen. Schnell noch ein Blick 10 Monate zurück. Da wurde hier Richtfest gefeiert. Es war ein grauer Donnerstag und man konnte an den Betonsegmenten, welche in den Himmel ragten, schon die Dimension der neuen Halle erkennen. Jetzt ist der Bau Geschichte und Ondis24 schaut, bestens für den Wettbewerb gerüstet, in eine erfolgreiche Zukunft. Die Gäste am Eröffnungstag waren auf jeden Fall neugierig, was hinter den großen Fassaden passiert. Daher wurden auch Führungen durch das Objekt angeboten. Auch die Dippoldiswalder Oberbürgermeisterin Kerstin Körner ließ sich das Logistikzentrum gern erklären. Ja, Ondis24 ist Online-Discount 24 E-Sales GmbH. Wir sind also ein Händler und ein Produzent. Das heißt, wir produzieren Werkstattmöbel für den Heimwerkebedarf. Diese Werkstattmöbel vertreiben wir sehr erfolgreich. Wir haben eigene Konstrukteure. Wir haben diese Möbel auch selbst entwickelt mit unseren Partnern, Kooperationspartnern in China. Dort arbeiten für unser Unternehmen 60 Mitarbeiter rund um die Uhr, damit wir also hier unsere Produkte ausreichend zur Verfügung haben. Wir vertreiben aber auch seit vielen Jahren hochwertige Kunststoffprodukte für den Heimwerker- und Gartenbedarf, also für diesen Outdoor-Bereich. Und da sind wir natürlich auch sehr erfolgreich. Wir werden hier ein Logistikzentrum mit ca. 8000 Palettenstellplätzen beziehen. Das hört sich für unser Verhältnis jetzt erstmal nicht so viel an, weil wir ja bereits im alten Logistikzentrum 4500 Palettenstellplätze hatten. Aber wir haben hier diese Arbeitsbedingungen bedeutend verändert. Also wir haben sie automatisiert, teilautomatisiert. Die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sind deutlich besser geworden. Wir haben also sehr viel für unsere Mitarbeiter hier vor allen Dingen getan. Ausgereizt vom Sortiment ist es nicht. Also wir werden mit Sicherheit auch in Zukunft, wird uns das nicht ausreichen, da bin ich mir sogar sehr sicher. Aber wir haben natürlich auch hier an diesem Standort ausreichende Reserveflächen, sodass wir also auch die Möglichkeit haben, uns auch in der Zukunft weiterzuentwickeln. Nun sollte man bei Ondis24 froh in die Zukunft blicken, aber es gibt auch Schattenseiten, da sich durch Corona und den Krieg in der Ukraine vieles verändert hat. Lieferketten funktionieren nicht mehr so reibungslos wie gewohnt und das hat wohl auf fast jede Firma derzeit Auswirkungen. Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, auch für uns, obwohl wir rechtzeitig vor dem Krieg in der Ukraine uns mit unseren Partnern sehr viel Ware eingelagert haben, überdimensional viel Ware eingelagert haben. Das war ein großes Glück für uns, weil eben halt dann die Lieferketten tatsächlich sehr ins Stocken geraten sind. Die sind jetzt immer noch sehr im Stocken, wenn Sie sich vorstellen, dass eben wir auch sehr viel Überzug machen über Russland, dann werden einfach mal in Russland die Züge 4 Wochen angehalten und dann bleiben die stehen, weil eben angebliche Zollkontrollen oder Röntgen gemacht werden. Also es wird da schon einiges, ist da schon im Argen, aber die Situation für uns ist noch erträglich.